Zeit die Hamburger Sorgen. In der 19. Spielminute gibt es die erste Möglichkeit der Hamburger mit einem Weitschuss von Aaron Hunt. Ja, das kann man mal machen. Und es ist natürlich auch gar keine Überraschung, dass Aaron Hunt hier von Beginn an ran durfte nach den guten Leistungen in den letzten Spielen. 23. Spielminute, dann kamen die Augsburger mal mit Dominic Kor und da hatte er auch mal die Chance, die Augsburger in Führung zu schießen. Adler wäre da nicht dran gekommen. Ja. Da ärgert er sich, dieser Dominic Kor. 28. Dann die Hamburger wieder mit Pierre-Michel Lasogga. Hat ja schon länger nicht mehr getroffen. Hier wäre es mal optimal zu treffen im puncto Abstiegskampf. Und Lasogga bleibt dabei bei seiner, ja, was soll ich dazu sagen? Dann kommt der FC Armer mit Alfred Finnbogason. Und sprechen wir mal Alfred Finnbogason an. Hat er auch schon etliche Male nicht mehr getroffen, der Elf-Tore-Mann. Und jetzt kommt in der 34. Spielminute eine Szene von einem Übeltäter, der eifrig auf gelbe Karte-Sammlung ist, nämlich Kayubi. 5 hat er schon in dieser Saison und das ist jetzt seine 6. gelbe Karte, die er von einem unparteiischen bekommt. 69. Minute, dann die Augsburger mit einem Sololauf und das war Altintop. Hamid Altintop mit der Möglichkeit, die Augsburger, es war Halil Altintop mit der Möglichkeit, die Augsburger hier in Führung zu schießen. 83. Minute, dann wieder so ein brutaler Foul von Aaron Hunt diesmal. Er bekommt auch die gelbe Karte, nachdem er so übel reingegangen ist gegen Philipp Max. Und da hatte er natürlich Glück, dass er nicht rot sah, denn strenge Schiedsrichter zeigen auch mal eine andere Farbe. 87. Minute, Hamburg möchte jetzt unbedingt den Sieg. Das ist Nikolai Müller und dann wird er noch von Gulevu abgefälscht. Und deswegen umso schwerer, den Ball zu halten für Marvin Hitz. Und darum gibt es nochmal ein umso besseren Lob von mir dafür, für diese tolle Parade. 90. Spielminute, dann Holtby auf Aaron Hunt und dann ist es Bahic, der hier aufrückt und hier sein Glück versucht. Daraus wurde aber leider nichts. Dann gab es den Wegkamm neu in die Partie und dann passierte das hier. Aaron Hunt auf Bobby Wood, der ist auch vorhin eingewechselt worden und dann ist es Michael Gregoritsch, der hier den Hamburger SV spät in Führung schießt. Und damit im puncto Abstiegskampf eine Menge Positives für den Hamburger SV macht. Denn das sind jetzt die 3 Punkte, die die Hamburger hier in Augsburg mit nach Hause nehmen. Und damit gelingt es den Hamburgern hier deutlich zu punkten, was den Abstieg angeht.